Hallo und herzlich willkommen. A Bird Story. Ein kleines, feines Projekt von ein paar Indie-Leuten. Sie haben ein To the Moon entwickelt vor über einem Jahr, das ein wirklicher Klassiker geworden ist. Sollte jeder mal reingucken, der gerne Spiele mit Erwachsenenhandlung spielt. Auch wenn das vermutet ist, dass es also ein Kinderspiel ist. Ich habe immer einen tieferen Hintergrund und am besten seht ihr selbst. Ich werde jetzt mal anfangen. Also die Steuerung. Enter, der Taste und links. Schwalbe, die lässt er fliegen. Geht's, es wird geschlafen. Ein Traum. Viel werde ich hier nicht kommentieren, das Spiel spricht für sich selbst. In-game wird es auch keine Texte geben, so wie ich mich erkundigt habe. Ein tiefer Schlaf, es ist Nacht. Das ist eine Schwalbe. Okay. Oh, oh. Wieder ein Schatten. Oha. Was ist denn hier los? Alles sehr verwirrend. Wir sitzen in einer Klasse. Die Lehrerin schreibt etwas an die Tafel. Und unser Typ hat keinen Bock wirklich. Leckt sich mit anderen Sachen ab. Ja, ist auch viel interessanter, Eichhörnchen beim Jagen zuzusehen, als an der Tafel nach Lehrern Ausschau zu halten. Hey.
Welch Gemeinheit. Oha. Oha. Tja, was hat man davon? Was nun? Die sollen vor der Tür stehen bleiben und nicht weggehen. Okay. Kommen zwei andere Schüler. Mehrere Schüler. Was ist hier los? Mäuse? Thank you.
können wir nichts machen. Gehen wir mal raus. Schaut sich um. Das ist gut. Erstmal auf den Bett töpfen. Darf man ja sonst nicht machen, wenn die Eltern da sind. So, hat sich ausgehüpft, also geht's jetzt aus. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob der Fernseher angeht. Geht nicht. Und auch nichts machen, also gehen wir doch mal ein bisschen zu mit dem Brief. Da fällt er tatsächlich hin. Aua. In die Nase verletzt. Das ist jetzt immer ein Traum oder die Realität. Und so vergeht die Zeit, ist schon Nacht. Decke wird ihn umgelegt. Huch, da ist es auch schon 7 Uhr. Gut getroffen. Ganze Nacht durchgearbeitet. Oh, jetzt sehe ich es erst, er hat einen Umhang um. Von wem hat er den denn? Oder war es eine Decke? Zähneputze? Ist ein Brief an seiner Tür? Das war das vielleicht ein Elternteil, das ihm das so angelegt hat? Schauen wir mal. Was war das für ein Zeichen? Dass er fliegt und eine Schwalbe schmeißt. Oh.
Rucksack hat er oben. Nochmal einen Kühlschrank. Drei Leben. Es regnet draußen, nimm einen Schirm mit. Nö. Brauch kein Schirm. Huch! Und da sind wir auch schon wieder in der Klasse. Sehr verwirrend. Was wird er diesmal dicken? Und erstmal ein Nickerchen machen. Wir hören Regen und die Schelle. Oh, das sieht er an. Tritt aus der Klasse raus, so gehört sich das. Frecher Bengel. Was will uns diese Geschichte sagen? Schauen wir mal. Ist fürchterlich. Springen mit der Lanzist. Natürlich springt man gerne in die Pfütze. Ja, das macht als Kind schon Spaß. Vogel wurde gerettet. Hat Angst. Was können wir da machen? Wir müssen ihm helfen. Nein, zu ihm können wir nicht. Da geht's auch nicht weiter. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Und wieder wird er gejagt. Jetzt wird er verletzt. Oh, das war knapp. Der Vogel versteckt sich in der Tasche. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Er wundert sich, wo der Vogel ist.
Weg ist er. Weggeflogen. Komisch. Da ist er. Da freut er sich. So, wie sieht's jetzt da aus? Oh, der Baum ist hier davor. Merkwürdig. Wir kommen auf jeden Fall nicht mehr zurück. Ja, Freunde. Wir suchen uns jetzt noch einen Weg hier raus. Ja, Freunde. Und bevor ich jetzt in diese Tierklinik gehe und wir erfahren, was mit dem Vogel los ist, würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses stimmungsvolle Spiel anzuschauen. Und ja, ich finde, es hat verdient, Let's Play zu werden. Es kostet nicht viel und bis jetzt gefällt es mir sehr. Danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns schon bald wieder beim zweiten Part. Macht's gut.